Let's play The Sims 4. Wir möchten heute endlich befördert werden. Ich hoffe, das funktioniert. Ach, da kommt wieder der Sohnemann. Da kommt der Sohnemann und geht aufs Klo. So ist er, der Schlingel. Das wird, glaube ich, die letzte Folge heute, Kinder. 4 Stunden ist echt immer nicht schlecht. Und morgen sehen wir uns eh wieder zum... Morgen gibt's den Geisterwaschbär. Hoffentlich sogar mit Fritz. Das wird cool. So... Oh, Futter für die Ameisen, einfach die Burger auf den Boden gestellt. Ja, ich hab sie schon. Hey, Johnny, musst du durch mein Zimmer laufen, wenn ich schlafe? Nicht so cool. Geil, das haben wir noch. Nehmen wir uns noch mal was mit zur Arbeit. Hier, Burger, da ist ja noch voll viel. Ist Alex wieder da? Ja, da ist, glaube ich, Alex und Andy sind morgen auf jeden Fall dabei. Und Fritz weiß es noch nicht genau, aber wir sind auf jeden Fall da eine große Truppe. Das wird sehr cool. Ha! Dunderwalleke! Jemand folgt anfunkeln und schelmisch sein. 500 Katschmark verdienen, das können wir natürlich machen. Hat der Idiot jetzt nicht aufgegessen? Los, sprich mit ihm! Jetzt mal schnell einen Witz erzählen. Witz, 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 Witz! Ein Witz über Ingenieure. Das ist okay. Schimpansen-Baldmann. Marshall war im Krankenhaus. Oh nein, das tut mir leid. Ja, wir haben postoperative Schmerzen. Ich hoffe, es ist alles gut. Ansonsten wünsche ich dir beste Besserung. Telefonstreich, Telefonstreich. Hihi, bei Eric. Man macht keine Witze über Ingenieure. Franz, jetzt sitzt er am Elden so und wird sein voller. Oh, krass. X Mega Anime X2. Hallo. Getränk im Club trinken. Sonntags morgens um 6.10 Uhr. Verspielt werden oder eine unglaubliche Geschichte erzählen. Das können wir doch gerade noch machen. Unglaubliche Geschichte. Unglaubliche Geschichte. Unglaubliche Geschichte. Da! Komm her, Johnny. Müssen wir heute eigentlich arbeiten? Ja. Zork Attack! The People Squad. 4000 brauchten wir für das, was ich wollte, ne? Orbitani, Pinaru, Jasper, Tomba Momo, Lumbic Clunkus Essenoi. Oh, wir schlagen ihm schnell noch einen verrückten Plan vor. Oh, einen mutigen Ammerspruch. Nein, das wollen wir nicht. Komm, wir machen noch ein gemeinsames Foto, mein Sohn. Das ist cool. Ist gut für unsere Beziehung. Um 9 müssen wir zur Arbeit. Was können wir denn dann vorher noch Spannendes anstellen? Der ist übrigens echt wieder ganz schön schlank geworden, ne? Vom vielen Sport. Kann ja noch schon mal Sicherheitshaus. Wie ein Champion Piesel. Das ist schön. Wir können auch ein Bidet hinzufügen. Dafür brauchen wir noch einen Teil Sanitäranlagen. Finde ich eigentlich witzig. Das kostet halt auch nicht viel. Sowas kann man doch vor der Arbeit nochmal machen, oder? Ich glaube, dir Franz will wohl bald ins Bett sein, denn du spendest viel. Wird heute noch was anderes gestreamt als Sims? Ja, du warst eben nicht da. Es wurde abgestimmt und heute wahrscheinlich nicht mehr, ne. Diese unsäglichen Selfies. Ja, so ist es. So ist es.
Krass, jetzt ist ja schon Level 6 Geschicklichkeit. Okay, das wird, kriegen wir heute nicht mehr fertig. Also nicht vor der Arbeit. So. Hey, was steigert er denn da gerade? Jetzt spielen wir schnell noch mit Pferde Fritz. Mit Fritz Franz, meine ich. Spielen wir noch eine Runde Schach. Ich habe bis heute in meinem ganzen Leben noch kein Binet benutzt und inzwischen bin ich zu alt, um zu fragen, wie man das genau bedient. Sind es plötzlich wieder 90 Leute? Ja, was ist denn hier los? So, wir gehen zur Arbeit. Wir werden nämlich heute... Habe ich eigentlich eine Ansage gemacht? 356? Ja. Oh, krass, GPI ist in der Bahn. Ich grüße dich. Du kannst dich mal bei allen Leuten bedanken. Ich habe nämlich einen Poll gestartet, ob ich heute mit Outlast anfange. Und irgendjemand hat gesagt, ich dürfte nicht, weil du nicht da bist. Guten Tag. Ich möchte bitte eine Frau entbinden. Ist es möglich? Och krass, das Krankenhaus ist so leer, es ist noch niemand da. Und wir können ihm schon eine klare Diagnose stellen. Fritz ist groß geworden. Jo, heute. Fritz ist... So viel? Du geiles Pferd. Dankeschön. Alter! Mofts 1! 30 Euro? Wünsch dir viel Erfolg, Digga. Du geiler Typ. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weiß nicht, warum das Donation-Geräusch zweimal kam, aber man hat es trotzdem verstanden. Krass! Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Das, wow. Danke. Voll geil. Dir zuliebe untersuche ich jetzt diesen... Diese Temperaturmessung gehört dir, Mofts. Das Donation-Geräusch ist cool. Das habe ich, glaube ich, erst zweimal gehört oder so. Aber ich weiß nicht, warum es sich gedoppelt hat. Das ist komisch. Aber egal, man hat es trotzdem verstanden. Geiler Mofts ist geil, ey. Sehr cool, dankeschön. Das ist beinahe schon unanständig. Das ist schön, jetzt bedankt sich noch der ganze Chat bei Mofts dafür, dass er gespendet hat. Das ist ja so wunderschön. Wir untersuchen hier den Körper, untersuche ich jetzt auch für dich, Mofts. Das kannst du dir mal angucken. Ich würde irgendwie nach dir benennen, aber bisher... Sindexö folgt mir jetzt. Jetzt musst du seinen zweiten Sohn Mofts 1 nennen. Spenden rettet Leben. Ja, das stimmt. Die werden... Ihr Kollege, du wirst gerettet. Und Mofts ist ein schöner Name. Mofts. Das war echt gut. Ich kannte das noch gar nicht. Das Spendengeräusch, ja, das ist mega selten. Das ist halt das über... Was sind das? Über 10 Euro, oder? Oder über 20? Ich habe 0 bis 4,99, dann 5 bis 10 und über 10, glaube ich. Franz versteigert Patientenuntersuchung plus ein Follower. Ja, die Follower sind heute auch ausgerastet, ey. 19 Stück? Crazy. 45 Euro, ihr wilden Biester. Die Angebetete noch nicht schwanger? Doch, tatsächlich. Doch, GPI, ich habe die Frau, obwohl sie mit wem anders verheiratet ist, nach Chatbestimmung, also ich habe abgestimmt. Maike geht ins Bett, schlaf schön, Maike. Die ist geschwängert worden. Irgendwie klingt das nicht so gut. Schlumpidumpidump. Jetzt müssen wir doch seine Ohren und so. Wieso ist das Krankenhaus leer, weil Sonntag ist? Wow! Okay, ich habe einen Verdacht. Zur Untersuchungsliege bitten. Warum macht das denn niemand außer mir? Wie viele haben wir? Wir haben 5. Dann kannst du auch noch zur Untersuchungsliege. Die trauen sich alle nicht mehr zu dir, ey.
Fritz von Prime, ich will dir folgen mit dem Prime-Account. Ja, da arbeiten wir alle dran. Mofts F1. Ah, Motobike Yamaha FZ1. Okay. Nenn mich doch einmal Stück, du Stück. Wann habe ich den Guy with Three Brush Stück genannt? Ja, cool. Das erinnert mich dran, dass Mofts, ich wusste auf jeden Fall. Also, dann hast du ja eigentlich Mo FZ. Oder Motobike Yamaha FZ1 kann ich, glaube ich, nicht immer sagen. Aber, Außerdem finde ich Mofts viel schöner. Was mich daran erinnert, dass ich auf jeden Fall mein Motorrad mal wieder auspacken muss. Also, beziehungsweise die Batterie einbauen und hoffen, dass sie anspringt. Was ist mit dir los? Ach, habe ich euch neue Follower, habe ich euch als geile Stücke bezeichnet? Es tut mir leid. Einen Sohn sollte man nicht Motorbike nennen. Na, für 30 Euro kann man das schon mal sagen, sagt Frontbot. Okay. Frontbot ist mit dem Kommentar die Drecksau. Ist Frontbot mit dem Kommentar zum Bernd geworden. Du haltst gerade nicht nur der Spendenzaun. Warum ist das? Moment. Aber ich hab es. Ich weiß nicht warum. Aha. Jips. Die mit dem Zopf sieht aus, als wollte sie ein Kind. Nicht mit Aaron plaudern, du sollst die Ohren untersuchen. Aber wieso hall ich denn? Hä? Korrektur, Franz ist normal, aber Spendensound und auch Spielsound hallen. Bei mir halt nichts. Das war aber gerade ein Geist, übrigens, der dieses Geräusch gemacht hat. Vielleicht war das das? Ach, das war der Geist, okay. Okay, nee, dann ist alles gut. Aber warum der Spendensound zweimal da ist? Ah, das könnte sein, weil ich... da habe ich eine Idee, woran es liegen könnte. Ronan sagt, das ist vollkommen neu für mich. Ich bin heute das erste Mal bei Instagram angegraben worden. Und augenscheinlich gehen wir die Tage Sushi essen. Sie will mich einladen. Also egal, wie schlecht das läuft, ich kriege gerade Sushi. So oder so ein Sieg. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Ronan. Was hast du denn gepostet bei Instagram? Der Geist halt. Okay, das ist aber sein Job. Der Spendensound könnte doppelt sein, weil ich... Das ist ausgeblendet. Penisbild. Es fehlen nur noch 99 Cent für die volle Packung Liebe. Ach, wie schön. Wann kommt denn jetzt mal eine schwangere Frau? Chop up, Queensbarb. Wer bist du denn? Die kennen wir doch hier, die. Komm, dann holen wir die auch mal zur Liege. Das bringt uns zwar nichts, aber... Oh, ihr hübschen Alien-Kinder, seid ihr immer noch wach? Ich dachte, nach dem Sport sind alle schon schlafen. Hallo, Seppel auf Berlin. In der Tat, ich bin halt... Den Lotus... Exige? Exig? Elise, heißt der nicht Lotus Elise? Von meinem Bruder. Und ja, sie weiß, dass es nicht meiner ist. Aber das war ihr Aufhänger, mich anzuquatschen. Okay. Also muss man Bilder von Sportwagen posten. Was hat denn eigentlich Franz da über dem Kopf? Was könnten wir denn hier... Oh, blende Hitze. Garantierte Diagnose, das ist ja einfach. Franz, stellst du denn regelmäßig einen Streamplan auf? Jetzt momentan versuche ich es ja immer quasi für die Woche schon im Voraus zu machen, ne? Also so die nächsten zwei Termine. Das riecht nach Gold, Digga. Flago, na du Hübscher, wollen wir mal gemeinsam Sushi essen gehen? Ich
Exige, französisch ausgesprochen, ist der Nachfolger vom Elise oder der größte. Okay. Das Problem ist, ich kann halt leider kein Wort Französisch. Also ich habe das nie gelernt. Ich erzähle jetzt mal Witz über den Marsmenschen. Ups, über Fritz. What? Hochzeit, was für Games hier zu streamen? Wie immer halt, ne? Omelette du fromage! So viel Französisch kann ich auch noch. Das heißt nämlich Kartoffelsalat. Schelmisch sein. Was ist denn schelmisch? Eine Backpfeife! Nein, erschrecken! Wir erschrecken einfach die Patientin. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, dieser gelbe... Fand sie witzig. Absinthus ist jetzt auch ein Bernd. Wie schön. Wir nehmen unseren Job halt auch wirklich ernst. Werde in Discord mehr folgen müssen, sagt Mofz. Ja, also genau, im Discord ist es, aber ansonsten, ja, Twitter ist immer relativ kurzfristig, aber Discord kann ich trotzdem jedem empfehlen, das ist sehr schön da. Ich will dich verrückt anfunkeln. Das geht nicht, verdammt. Was soll ich denn jetzt noch machen hier? Ergebnisse protokollieren. Ich bin immer noch völlig aus dem Konzept hier, nachdem Mofz da so ausgerastet ist. Voll geil. Tut der Job im Ernst, ja. Genau, also prinzipiell das Allermeiste wird jetzt hier über den Kanal laufen. Also wenn du hier auf die Seite gehst, müsste im Pausebildschirm jetzt immer halbwegs aktuell stehen, was Phase ist. Würde ich mal sagen. So, er protokolliert das jetzt. Und dann müssen wir noch Ohren untersuchen und dann haben wir es für heute auch schon wieder. Aber es kommt keine Schwangere. Warum schwebt der Schrank? Was ist mit dem Schrank los? Hallo? Seht ihr das auch? Was ist das? Hallo, was ist denn das? Und warum hat er das die ganze Zeit im Kopf? Hallo? Was passiert in dem Schrank? Da! Ach, der Geist war in dem Schrank. Was hat der denn da drin gemacht, der Schlingel? Kann ich dich verrückt anfunkeln? Nein. Ich lüge erstmal über meine Karriere. Ich sage einfach, ich bin kein Arzt. Da geht's zum Narnia, Adam. Das ist schön. Ich bin Magier. Ich bin gar kein Arzt. Numa Kaboof. Flumblump. Ronin ist angeblich gespannt. Ich bin gespannt über den Bartwuchs. Die Stimme klingt schon mal sehr feminin. Wir haben einige gemeinsame Freunde, hauptsächlich Frauen. Erstmal gecheckt, ob ich mich da irgendwo mehr als üblich daneben nehme. Sehr gut. Wow, Absinthus! Für die volle Packung Liebe. Geil, jetzt haben wir doch das Donation Goal für Liebe erreicht. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Okay, das haben wir alles gemacht für den Job. Was? Verrückt anfunkeln geht aber nicht. Wir können ihr eine Backpfeife geben, aber das finde ich nicht so gut. Ah, ein Telefonstreich, das ist doch super. Wir spielen einen Telefonstreich und natürlich spielen wir den dem Eric. Tag-Tag! Das war ein schwuler Geist, der endlich den Weg aus dem Closet gefunden hat. Sehr schön, Teofino, sehr schön. Ich will auch niemand bedrängen. Ich will auch nicht in der Pfütze spielen. So, Telefonstreich hat geklappt. Telefonstreich. Höheren Level in Schelmfähigkeit erlangen. Witze schreiben haben wir noch nie gemacht. Wovon sprichst du? Nein, ich will keine dreibeinigen Lamas verkaufen. Nein, du kannst nicht vorbeikommen und sie abzuholen. Schreiben? Ein Genrebuch schreiben? Nee, wo übt man denn Witze? Aber wir machen erstmal Studieninfos. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelfranz heiß.
Ich werde auch schon, also ich merke immer so, die 4-Stunden-Grenze beim Stream, die ist immer tough im Kopf. Da wird man langsam weich in der Birne. Online für guten Zweck spenden. Achso, ja, das muss ich auch noch machen. Ich kann mich aufs Klo gehen. Können wir sonst noch was Spannendes machen? Nee. Wer bist du denn? Bist du schwanger? Bist du schwanger? Ist sie vielleicht schwanger? Das wäre doch was. Nein, da kann sie nicht hin. Da ist kein Platz. Ah. Wir müssen einmal länger bleiben, um zu gucken, ob das geht. Ach, müde kommt blöd, ja. Mit Zopf raufladen. Das ist so ein Mist, ne? Mit diesen Liegen. Das ist so dumm. Da, die ist doch ganz klar schwanger. Oder? Ah, das reicht leider. Nee, die ist. Zeppel of Berlin ist jetzt auch ein Bernd. Herzlichen Glückwunsch. Ist der typische Sexunfallpatient? Ich finde es nett, dass die Sims wieder mit Binnen warten, bis der Arzt Zeit hat. Ja, auf jeden Fall. Ach toll, jetzt sind wir extra länger geblieben. So ein Mist. Können wir jetzt auch wieder eher gehen? Aber wir werden bestraft. Wenn wir, oh. Was macht ihr denn da? Und hat er gerade Pumpkin zu ihm gesagt? Jetzt gehen wir erstmal aufs Klo. Hatte ich Essen mitgenommen? Eigentlich schon, ne? Ah, Veggie Burger ist verdorben, aber der ist doch schon uralt. Wir essen erstmal ein paar Karotten. Wir haben 99 plus Pilze. Ist ja kein Problem. Was ist mit dem Geist los? Warum kommt der Geist mit aufs Klo? Schneid es raus, oh Gott. Schwangerfrauen müssen nicht zwangsläufig wegen der Schwangerschaft ins Krankenhaus. Sie ist erst im dritten Monat, aber entbinden! Das ist so ärgerlich, ey, dass sie einmal dieses scheiß Quicktime-Event hatten. Und dann hat es nicht funktioniert. Das ist doch. Also Quicktime-Event, also das Event halt, ne? Dann hat es nicht funktioniert. So, er hat jetzt erstmal alles weggenascht. Reap Nubbledow. Jetzt ist der Bald noch wieder gut. Das ist die mürrige Murte, die Morning Myrtle. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn auf Deutsch? Schicht beendet! Butz. Oh, haben wir herrlich reich geschafft? Franzose muss einfach mehr Frauen beglücken. Irgendeine kommt schon in die Klinik. Ja, das klingt auf jeden Fall logisch, das stimmt. Wir brauchen 20.000 Erspartes. Naja, das reicht ja fast. Oh, kommt mal nach Hause, muss man direkt aufräumen, ne? Na, was geht bei dir? Wir sollen hier rumschelmen. Unfug. Erstmal ein absurdes Gerücht verbreiten. Und ihn mit dem Handschocker reinlegen. Nee, gemein nicht. Unfug. Erschrecken wir ihn? Dann behaupten wir, ein kriminelles Superheld zu sein. Danach wieder verrückt angefunkelt. Baldak ist auch ein Bernd. Sehr cool, hallo. Lorb. Pelfenhobero? So, das haben wir schon geschafft. Mehr Schelmfähigkeit, mehr Schelmfähigkeit. Im Moment wird der Dicke geredet wie ein Mädchen. Easy. Geil, wir können uns das Ding kaufen, was ich kaufen wollte. Für 4.000 hatte ich doch gesagt, wollte ich
Niemals erschöpft, oder? Braucht weniger Schlaf. Das finde ich, das wollte ich kaufen. Das hatte ich schon ganz lange gesagt. Putz! Meine Pizza Gatto Polka? Was zum Teufel? Das war Fritz auch nicht durchgeschockt, ey. Jetzt geht er einfach weg. Geht er jetzt wieder am PC? Er ist stocksauer. Schickt das Kind ans Laufband oder an den Boxsack. Nee, der soll das schon selber entscheiden. Hallo Brutus.de. Oder Brutus.d? Brutus.d? D. Brutus? Njam, 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 njam. Er sitzt da alleine und nascht vor sich hin. Langsam wäre es an der Zeit, mal die Butze aufzuwerten. Andere Möbel und sogar Bilder an die Wand können den Umgebungswert erhöhen und dann sind deine Sims glücklicher. Ja, kommt alles, sobald ich einmal 20.000 Mark auf dem Konto hatte. Das ist noch ein zwei Arbeitstage. Zwei Arbeitstage noch, dann haben wir es. So, Zähne putzen in der Küche, wie sich das gehört. Und dann geht's ab ins Bett. Oder? Selbst im Spiegel wundern, nee, das wird nicht funktionieren hier. Oder geht das? Nee, oder? Weil wir keinen freisprengenden Spiegel haben. Aber das hatten wir jetzt schon öfter, das Problem. Wir brauchen einen Billo-Spiegel. Der hier würde uns... Oh, der ist... Kinderspiegel, oh, wie hübsch. Nein, nein, hier ist einfach so ein zum Aufhängen. Gibt keinen... Ein spiegelfrohes Erwachen. Der ist doch wirklich hübsch. Hässlich. So. Sich bewundern. Er muss doch mehr Weiber flachlegen. Mann, Mann, Mann. Hat er gemacht? Anmachspruch üben. Schnups Tabidabo. Der schwarze Spiegel. Oh, zu spät. Habe ich jetzt erst gesehen, sorry. Ist der hin? Achso, nee, Moment, was soll er machen? Ach, den mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Okay, nee, das wollen wir nicht. So, wir gehen schlafen. Und jetzt würde ich sagen, sind wir auch durch für heute. Boah, schon wieder 4,5 Stunden gestreamt, Kinder. Das ist ja der Wahnsinn. Die Folge ist, oh ja, die Folge ist schon lange wieder zu Ende. Das ist definitiv hier die 9. So, und ja, ich hoffe, in der nächsten Session werden wir befördert. Mein Arm ist abgeschnitten. Das kriegen wir hin. Befördert werden, uns mal unser Kind angucken, um die Ärzte zu zitieren, Sex mit Möbelstücken, was halten wir davon? Und in diesem Sinne, bis gleich, ne?